Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2, meine Agents. Heute mit dem Geheimauftrag Nachtclub. Den findet ihr in Downtown East. Ich habe die Karte eingeblendet. Das ist der Eingang, ist im Norden. Hier muss ich dazu sagen, diesmal, das ist einer der besten Geheimaufträge, die ich je gespielt habe. Akustisch und auch so, wie es visuell aussieht. Ich lasse den Originalton und ihr werdet dann draufkommen auch. Ja, wenn wir mal drinnen sind, sehen wir, und zwar, es ist hier die Gold Lounge. Hier müssen wir im Endeffekt hinein. Das heißt, hinter dieser Tür ist die Backpack Trophy, die kommt aber später. Wie funktioniert das? Und zwar, wir fangen gleich mal an. Wir haben hier einen Generator stehen. Ihr schaltet den Generator ein und jetzt müsst ihr aufpassen. Es weicht immer ab, ja, das heißt, ihr müsst ganz genau schauen. Bei den Lichtern, hier ist es das dritte Licht, ja, also hier, das weicht ab, das kann bei jedem anderen sein. Und hier dahinter, wenn wir gucken, hier ist ein Zeichen und das ist hier eben dieses Viereck, ich nenne es mal so. Das heißt, wir merken uns, Lampe Nummer 3, das Viereck, schreibt euch das am besten auf. Dann geht es weiter, wir gehen ein Stockwerk hinunter, hier auf der linken Seite. Hier, wenn ihr aufmacht, hier habt ihr das erste Audio-File. Das ist total sicher. Jo, weiter geht's in den nächsten Raum. Hier die Kämpfe, die werde ich ein bisschen skippen. Ja. Das heißt also, hier macht man den Raum leer. Und hier seht ihr schon Musik und Audio. Also der Audio ist der Wahnsinn, ja, und wie es aussieht. Ja. Aber weiter geht's. Und zwar, wir müssen hier hinter die Bar. Und zwar, wenn wir hinter der Bar sind, hier bei diesen zwei Mannequins, hier müsst ihr durchschießen und zwar auf das Schloss, auf die Tür. Ja, ihr könnt das Mannequin euch ruhig zerstören, bin ich dann drauf gekommen. Das heißt, hier Schloss wegschießen, auf die Vorderseite gehen und die zweite Audiodatei holen. So, dann in die Platinum Lounge, das heißt, ihr folgt einfach jetzt dem Strang, so wie er euch schickt. Wir müssen durch diesen Tunnel gehen, der ist relativ schick gemacht. Den nächsten Raum, auch Clear natürlich, hier alles mal wegmachen. Durch den Raum dann durch in die Gold Lounge, das heißt, in dem Raum gibt es nichts, hier gehen wir einfach weiter. Und hier haben wir schon jetzt den zweiten Schalter zu finden, und zwar, ihr seht auf der linken Seite die Lampen und ihr habt auf der linken Seite eine Tür, hier geht ihr hinein und hier schaltet ihr den Generator ein. Und hier habe ich dann ein bisschen länger gesucht, wo das Zeichen ist, ja, ich bin rausgegangen, das Echo könnt ihr dann mitnehmen. Und zwar sehen wir mal hier die vierte Lampe, das heißt, wir merken uns Lampe 4 und das Zeichen. Hier muss man wieder in den Raum zurück. Also ich habe hier ewig lang gesucht. Ich weiß nicht, wie lange ich rumgelaufen bin. Aber ich habe dann das Zeichen gesucht. Beziehungsweise, jo, gefunden. Und zwar geht wieder bei der Tür hinein. Und hier hinten im Eck, hier seht ihr das X. Ja, und in dem Fall merken wir uns, Lampe 4 haben wir das X. Das Echo, das nehmt ihr mit, das skippe ich aber. Aber wichtig, schaut euch das Ding an. Relativ geil gemacht. Auch das Echo ist cool und die Story dahinter. Geht dann weiter eben durch diese Tür bzw. dem Aufzug. Hier müssen wir weiter. Ihr seht, ich hab's bzw. ich schneide so, dass es wirklich nachvollziehbar ist. Ja. So, den Raum clear natürlich. Dann haben wir eine Türe, hier müssen wir natürlich durch, ja, es geht eh nicht anders. Und hier auf der linken Seite, hier wollen wir dann auch hinein. Ja, und da kommen wir jetzt aber noch nicht hinein. Also das ist nicht möglich. Wir gehen jetzt einmal weiter. Hier vorne am Mischpult bzw. am Pult hier aktivieren, die Lichter aktivieren. Und ab jetzt geht's los. Ja, also richtig, richtig geil gemacht. Sie sollte doch warten. Agent, wir müssen die Apothekerin aus dem Verkehr ziehen. Wir müssen es zu Ende bringen. Für Lee. Hier den Raum clearen natürlich. Wenn ihr den Raum geklärt habt, geht wieder zurück. Ja, es geht die Tür dann wieder auf. Hier einmal zurückgehen.
Aber wenn wir gucken, und zwar ihr könnt die Tür öffnen, jedoch wir kommen immer noch nicht in den Raum. Also das ist noch nicht möglich, aber macht man die Tür wieder auf. Ich bin mir nicht sicher, ob die später dann noch offen ist, denn die war zu. Und hier sehen wir eben dieses Rätsel und an dem sind wir ja dran. Das heißt also, wir gehen dann durch diesen geklärten Raum, den wir schon fertig haben. Hier gehen wir dann weiter. Dem Strang folgen. An den ganzen Mannequins vorbei. Den Raum wieder clearen. Ja, ich lasse es aber extra wegen der Musik und so weiter. Ich lasse es alles eingeblendet. Wenn ihr den Raum frei habt, muss man seine Wasserversorgung aktivieren bzw. deaktivieren. Es gibt hier drei Schalter, die ihr finden müsst, sind aber alle in dem Bereich, also hier gar nicht viel weit wegrennen, sondern einfach die Dinger drehen und alle drei eben deaktivieren. So, wenn wir das erledigt haben, dann eben wieder in den nächsten Raum, die Tür geht auf, hier die Gegner wegmachen. Und hier ist es so, ihr seht auf der rechten Seite diese Tür und hier müssen wir hinein. Hier kommt man aber nicht rein. Aber ihr habt einen Hinweis. Und zwar der Hinweis, der steht immer, naja, in dem Fall auch neben der Tür. Und zwar, Johnny got the key. Also der Johnny, der hat den Schlüssel. Das heißt, wir müssen den Johnny finden. Also runter, cleart den Raum weiter. Es kommen hier noch etliche Gegner. Und wenn der Raum frei ist, dann seht ihr hier dieses Lichtpanel. Und hier liegt ein Typ. Und den haben wir nicht gekillt. Also der sitzt dort. Ich habe da auch etliche Zeit gebraucht, bis ich den gefunden habe. Und der hat diesen Schlüssel. Das heißt, hier Leiche durchsuchen, Schlüssel mitnehmen. Das ist der Johnny. Ja, der lebt nicht mehr. Zurück und den Raum öffnen. Ihr seht eben, wir bekommen jetzt die Tür auf. Und hier haben wir jetzt ein weiteres Collectible und auf der rechten Seite unten seht ihr schon und zwar den Generator, den schalten wir jetzt ein und vis-à-vis seht ihr, hier geht ein Licht an, das heißt das zweite Licht und hier haben wir dieses Sechseck, ja ich nenne es jetzt mal Sechseck. Hier Bossraum, hier das skippe ich jetzt, ja. Es ist richtig geil gemacht, lasst euch überraschen, was hier alles passiert. Und wenn ihr den geklärt habt, geht ihr auf die Bühne. Und so auf der Bühne auf der rechten Seite ist ein weiterer Generator. Das ist der letzte, der uns fehlt, den aktiviert ihr. Und hier sehen wir dann auch die Lichter. Also hier einschalten. Und hier seht ihr Licht Nummer 1. Und auf der linken Säule haben wir das Zeichen. Also man sieht es nicht ganz, aber es ist ein Dreieck. Also ich würde sagen, es ist das Dreieck. Ja, man sieht es eben an dieser Säule. Und deswegen Dreieck. Dann gehen wir hinauf, zu dem Strang folgend wieder. Und hier, bevor wir rausgehen, ihr seht auf der linken Seite, haben wir einen gelben Kasten. Den schießt ihr auf. Der ist für die eine Tür, die da hinten ist. Das heißt also, aufschießen. Könnt ihr dann da hinten durch die Tür rein. Aber wir folgen jetzt eh mal dem Strang. Er sagt zwar jetzt beendet, aber hier nicht rausgehen bitte. Ja. Bleibt drinnen, weil wenn ihr jetzt hinausgeht, dann bekommt ihr das Sammlerobjekt und die Rucksacktrophäe nicht. Ihr geht dann auf die linke Seite, schießt die Tür auf, beziehungsweise das Schloss. Und jetzt ist diese eine Türe, die wir nicht aufbekommen haben, die ist jetzt offen.
So, und hier haben wir jetzt eben das letzte Collectible und hier die Computer eben für unser Rätsel. Und hier müssen wir jetzt die Kombination eingeben, die wir eben gefunden haben. Ihr müsst eben ganz genau gucken, was ihr drücken müsst, denn die Lichter weichen ab. Das heißt also, ihr müsst, die Zeichen sind zwar dieselben, aber bei den Lichtern hier müsst ihr aufpassen. Ich gebe jetzt hier mal alles nach der Reihe ein. Das heißt, ich hatte mal mein Dreieck. Dann hatte ich mein Sechseck. Dann das Viereck. Und zu guter Letzt noch das X. Und voilà. Die Goldloge ist offen. Das heißt, wir laufen jetzt ganz zum Anfang zurück, gehen in die Goldlounge und holen uns dort Agent unsere braucht Backpack Verstärkung. Trophy. Ja, somit, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und es hat euch natürlich auch weitergeholfen. Ich würde mich um Kommentare, Like, Abo natürlich freuen und schreibt es in die Kommentare, wie ihr den Geheimauftrag findet. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.